Der große Kreis in dieser Abbildung hat ein Radius R. Beschriften wir diesen gleich. Wir wollen nun begründen, dass durch die blaue Fläche die Hälfte des großen Kreises eingefärbt ist. Überlegen wir, wenn wir hier den Radius R einzeichnen können, so können wir ihn auch hier einzeichnen. Wir erhalten damit zwei Halbkreise mit gleichem Durchmesser. Dieser Halbkreis hat den Durchmesser R und dieser Halbkreis hat den Durchmesser R. Dieser Halbkreis und dieser sind daher kongruent. Wir können diesen Halbkreis also hierher verschieben. Dadurch ist die obere Hälfte des großen Kreises dann weiß eingefärbt und die gesamte untere Hälfte des großen Kreises blau eingefärbt. Wir haben die Aussage damit begründet.